Hi meine Lieben! Ja, ich habe es wieder getan. Ich war schon wieder mal bei Primark und habe jetzt zwei große Tüten hier stehen. Und diesmal ist es ziemlich ausgewogen, ein Mix aus Fashion-Teilen und Accessoires. Und ich beginne mal mit den Fashion-Teilen. So, als erstes beginne ich mit diesem Pullover hier. Das ist ein sehr langer Pullover, also extra lang geschnitten. Und hat so eine ganz flauschige Optik und er ist auch sehr, sehr weich. Also so ein bisschen wie ausgefranst, könnte man sagen. Und ich liebe einfach diese schwarz-weiß-graue Optik. Und das ist sehr, sehr flauschig und kuschelig und ich fand den so super. Den gab es auch, soweit ich weiß, nur in dieser Farbkombi. Und der hat jetzt 16 Euro gekostet. So, als zweites habe ich so einen Pullover, der so eine feine, ich nenne es mal Netzoptik hat, in so einem Beige-Ton. Finde ich sehr, sehr schön, weil das eben so eine Strick-Netzoptik hat und einfach dieses Beige finde ich sehr hübsch. Und es hat so silberfarbene Glitzerfäden drin, die aber nur ganz fein zu erkennen sind. Also es sieht richtig schön aus. Und der war auch jetzt recht günstig für 10 Euro, weil ich auch finde, dass sehr viele Primark-Sachen extrem aufgeschlagen haben. Also das sind so H&M-Preise von vor 5 Jahren, so ungefähr zum Vergleich. Weil H&M und alle schlagen irgendwie total auf und auch Primark hat jetzt ein bisschen mehr an den Preisen gemacht. Und das ist eine aus dieser günstigeren Variante noch für 10 Euro. Dann kommen wir zu so einem grauen Pullover. Ich liebe ja grau melierte Sachen sehr. Und Primark ist da auch anscheinend ein großer Fan von, denn die produzieren immer solche Sachen. Und der hat so ein leichtes wie Rosenmuster. Vielleicht erkennt ihr das. Also eine Freundin von mir meint, es so ein ganz klein bisschen in die Richtung Rose geht das. Und eben wieder meliert und auch so ganz feine silberne Fäden sind da mit drin. Und ich mag das einfach, wenn der so weiter geschnitten ist. Also ich habe mir den auch wieder 2 Nummern größer gekauft. Ich mag das einfach, wenn die weiter sind und weiter fallen. Und deswegen hole ich mir meistens Pullover immer 1 bis 2 Nummern größer. Ich weiß leider nicht, was der jetzt gekostet hat, da dieses Preisschild unten weg ist. Und ich blende es euch ein, falls ich meinen Kassenbon irgendwo wiederfinde. Und ja, dann wisst ihr ja, wie viel der gekostet hat. Dann kommen wir zu einem Teil, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich das tragen werde. Und ich bin so kurz davor, das nochmal umzutauschen. Und ihr könnt mir mal eure Meinung dazu sagen. Es geht um so ein Pullover hier. Der ist jetzt ein bisschen zerknittert, weil der jetzt eben ja da drin verkruschtelt war. Und ja, das ist ein goldener Pullover. Ich finde aber die Struktur so wahnsinnig schön. Aber wenn man den anhat, sieht das ein bisschen komisch aus. Also generell würde ich da auch nur schwarz dazu kombinieren. Aber ich weiß nicht. Also irgendwie gefällt es mir, aber irgendwie denke ich auch, ah, ist ein bisschen too much, oder? Und ja, also der hat jetzt, der war jetzt nicht so günstig, 18 Euro. Und für den Fall, dass ich ihn vielleicht nie tragen werde, ich glaube, den werde ich zurückgeben. Ihr könnt mal mir ja eure Meinung mal dalassen, wie ihr das so findet. So, dann kommen wir zu dem letzten Oberteil. Und das ist jetzt mehr so ein Home-Ding. Also das würde ich jetzt nicht unbedingt in die Stadt anziehen oder sonst wo. Das ist mehr so ein bisschen so chillermäßig. Und das ist hier so ein Pullover in so einem Norweger-Stil-Muster und so weihnachtlich, winterlich eben. Und das fand ich einfach ganz schön. Und das ist so ähnlich wie Fließstoff. Also das hält sehr warm und finde ich einfach super kuschelig für zu Hause. Und das hat nur 7 Euro gekostet und dann wollte ich es einfach haben. Einfach so ein Kuschelding. Man kann das ja auch noch aufmachen und zumachen, wie man will. Und ja, einfach für daheim super kuschelig. So, dann kommen wir zu den ganzen Deko und Accessoires und all sowas. Und dann fange ich mit dem hier an. Das sind solche Plüsch-Hausschuhe. Also man kann, wenn man daheim Socken anhat, ganz normal sich überlegen, nehme ich jetzt ganz flauschige Socken und ziehe die drüber oder ziehe ich Hausschuhe an oder eben sowas, so ein Mix aus Socke und Hausschuh, wo man einfach so rein kann mit dem Fuß und die haben unten so ganz viele kleine Noppen, damit man auch nicht ausrutscht. Und ich bin gar nicht so der Leo-Fan. Also ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Aber hier mit diesem schwarz-weiß-grauen Muster fand ich die echt super süß. Und die haben nur 3 Euro gekostet. Und ja, dann mussten die einfach mit. Dann habe ich hier so einen Schal. Das ist ein weißer gestrickter Schal. Also der hat ein sehr schönes Strickmuster. Ich zeige euch das mal so.
Und der hat auch so ganz, ganz feine glitzernde Fäden drin. Also auch so silbrig, so ein bisschen wie Schnee in die Richtung. Und der ist sehr hübsch, kostet 6 Euro. Die haben doch auch mal alle irgendwie 4 Euro gekostet, oder? Ja. Auf jeden Fall ist das so ein Schlauchschal und der kostet jetzt mittlerweile 6 Euro. Dann habe ich mir solche Handschuhe gekauft und die sehen ganz normal aus. Einfach normale, gewöhnliche, schwarze, dünne Handschuhe. Aber der Clou an der Sache ist, dass man, also sie haben hier vorne am Daumen und am Zeigefinger, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, vielleicht zeige ich euch das auch nochmal von nahem, so ein bisschen, ja, so dunkles Grau, tiefdunkelgrau, fast schwarz an den Fingerkuppen. Und damit kann man sein Smartphone bedienen. Also alle, die Touchscreen haben, mit denen funktioniert das. Und ich habe auch gedacht, das funktioniert niemals. Die Dinger kosten 1,50 Euro. Und ich war beim Primark, habe mein Handy rausgeholt, habe einmal so durch den Finger hier durchgeschoben und habe es ausprobiert. Und es funktioniert wirklich. Das ist der Wahnsinn. Und für 1,50 Euro, und das ist doch unser Retter in der Not, wenn wir draußen stehen an unserem Handy und wir können es nicht bedienen oder nur ganz kurz und uns frieren die Finger ab, weil es so kalt ist. Und dann haben wir sowas für 1,50 Euro bei Primark. Ich hätte mir echt zwei mitnehmen sollen, irgendwie fällt mir gerade ein. Aber ja, ist ja nicht schlimm, ich komme da ja öfters mal hin. Aber das ist echt eine super Erfindung und es funktioniert wirklich. Die gab es in Beige, aber das sah ein bisschen komisch aus. Und in Schwarz sieht man das nicht. Die werden nicht so schnell dreckig und das sieht nicht so ungepflegt irgendwie aus. Und ja, die funktionieren echt super und kann ich nur empfehlen, es funktioniert wirklich. Dann habe ich diese Kette hier entdeckt. Das ist eine Statement-Kette. Und ich finde Primark mit seinen Statement-Ketten wunderbar. Also die sind echt toll. Und hier ist wieder mal eine aus dieser neueren Kollektion. Und die hat 5 Euro gekostet. Und ich finde die sehr, sehr hübsch. Ich liebe Statement-Ketten. Dann habe ich mir ganz spezielle Socken gekauft. Und jetzt haltet euch fest, was da drauf ist. Ich fange mal an mit diesen hier. Also das sind so spezielle Socken. Da ist nur ein Paar immer drin. Aber die sind so ganz speziell und hochwertig bedruckt. Und das ist einmal so eine Weihnachtsmiezekatze. So super süß. Und das kostet jetzt 2,50 Euro. Ist für Primark für ein paar Socken recht teuer. Aber die sind eben so niedlich. Das sind so spezielle Socken irgendwie. Dann einmal, ich habe fast einen Kreischer im Laden gelassen. Mit diesem Motiv drauf. Ich bin ja so ein Mopshunde-Fan. Und das ist natürlich das Paradies für mich, wenn ich sowas sehe. Ich liebe das. Und dann im Winter Weihnachtslook und sehr niedlich. Auch für 2,50 Euro. Und jetzt alle Disney-Fans, aufgepasst. Oh mein Gott, Ariel. Ich liebe Ariel. Ariel und Pocahontas, das waren so meine Disney-Mädels, wo ich total geliebt habe. Und das ist so schön aufgedruckt. Also, das ist richtig hochwertig. Die haben jetzt allerdings 3 Euro gekostet. Und das ist auch so eine Kooperation mit Disney. Und richtig toll. Leider habe ich da keine anderen gesehen. Also keine anderen Disney-Aufdrucke. Mickey Mouse und sowas gab es noch. Aber keine andere, so Ariel, Pocahontas, irgendwas in die Richtung. Nur eben Ariel einmal. Und finde ich sehr schön. Und hätte es andere Motive noch gegeben, hätte ich mir die bestimmt auch noch geholt. Dann habe ich mir so einen Taschenwärmer gekauft. Mit einer super süßen Eule drauf. Und das ist eben wie so ein Täschchen dafür. Und ich glaube, die meisten werden das kennen. Ich zeige euch das mal. So sieht das Ganze aus. Das ist so ein kleiner Beutel mit so einer gel-wasserartigen Flüssigkeit. Und der hat hier unten ein Plättchen. Und wenn man das knickt, wird das alles so milchig weiß, wird hart und ganz warm. Und das bleibt so, ich sag mal, circa 2 Stunden richtig warm und das wärmt einen einfach. Und das kann man in der Hand haben, in der Jackentasche und so. Und das kann man super mit rumtragen. Und in so einem Beutel wird es dann auch nicht so mega heiß. Und das sieht einfach süß aus. Also sehr putzig. Und das hat jetzt 1,50 Euro bloß gekostet. Dann habe ich so einen Schirm hier. Den hatte ich schon aufgespannt, deswegen sieht der jetzt nicht mehr so ganz perfekt aus. Aber das macht nichts. Der sieht total edel aus mit diesem Griff. Und das ist eben so ein Knirps, wo man so zusammendrücken kann. Und dann kann man das viel leichter in der Tasche mit rumtragen. Und meistens habe ich dann noch eine Tüte dabei, damit das Wasser, wenn er nass ist, nicht in meiner Tasche sich verteilt.
Und ich liebe Knirpsschirme, was anderes nehme ich gar nicht wirklich mit. Und der hat so feine Rüschen dran und das sieht so super süß aus. Die gab es ja schon mal vor einem Jahr oder so ungefähr bei Primark. Aber dann gab es die Knirpse irgendwie nicht mehr und nur noch diese Stockschirme. Und jetzt gab es die Knirpse für 6 Euro. Und das ist so süß mit diesen Rüschen einfach dran. Ich mag das. Einfach super kitschig und niedlich. Und ich zeige es dir mal aufgespannt. So, ich hoffe, ihr kennt das irgendwie hier, diese Rüschenteile. Sieht sehr, sehr süß aus. Und für 6 Euro, und das ist ein richtig großer Schirm hier, kann man da echt nichts sagen. Dann habe ich mir aus dieser Home-Deko-Abteilung, oh mein Gott, da gibt es so tolle Kuscheldecken und irgendwelche Bettwäschen und so momentan. Aber ich konnte einfach nicht mehr tragen. Ich hätte dann bestimmt noch eine dritte Tüte von Primark gebraucht. Und das ging dann einfach nicht mehr. Das wollte ich dann nicht. Auf jeden Fall habe ich mir aus dieser Home-Abteilung hier das hier geholt. Das ist so ein süßes Geschirrtuch. Und ich habe ja meine eigene Wohnung, deswegen brauche ich auch so Zeug wie Geschirrtücher und sowas. Und ich liebe ja Keep Calm und dann eben so in einem Weihnachtsstil sehr süß. Das hat jetzt nur 1,50 € gekostet. Und passend für Weihnachten habe ich mir Weihnachtskugeln gekauft, aber in einem wahnsinnig süßen Design. Und ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich jetzt die goldene oder die silberne Variante nehme. Also habe ich jetzt einfach beide mitgenommen, weil das jeweils auch bloß 2 Euro gekostet hat. Das sind total süße Eulen, also richtig schön gemachte Eulen. Und ich wollte Eulen für meinen Weihnachtsbaum, den ich mal demnächst entweder hier oder woanders aufstelle und den dann so ein bisschen im Hintergrund haben werde wahrscheinlich. Und ja, also habe ich jetzt Eulen für meinen Weihnachtsbaum. Ja, das war's jetzt mit meinem Primark-Haul. Und ich hoffe, er hat euch gefallen und dann sehen wir uns vielleicht in meinem nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.